In diesem Video wollen wir uns mit der Förderung und dem Vorkommen von Erdgas beschäftigen. Also einmal, wie erfolgt die Förderung oder die Gewinnung von Erdgas und dann ein paar Zahlen zu den Erdgasfeldern, die wir weltweit haben, dem Einsatz von Erdgas und der Rolle von Erdgas in den künftigen Energiesystemen. Zunächst zur Förderung von Erdgas. Erdgas ist in tiefen Erdschichten zu finden, in einer Tiefe von ja, 4 bis 6 Kilometer typischerweise. Wie kann man sich das vorstellen? Also konventionelle Erdgasquellen, die wir haben. Also wir haben hier oben die Erdoberfläche, haben dann verschiedene Gesteinsschichten, haben dann an der entsprechenden Tiefe dann eine Schicht undurchlässigen Gestein, eine Barriere. Dort drunter findet sich dann kann sich dann Erdgas bilden im Laufe der Jahrmillionen. Das ist dann hier eine ja, Blase mit Erdgas entsteht, häufig dann auch noch in Verbindung mit Erdöl. Man hat dann noch weitere Nachbarschichten, die dann ebenfalls ja, gasdicht sind, also sogenanntes gasdichtes Speichergestein. Muss man hier andeuten, was dann einfach diese Gasblase einschließt und was man dann darunter oder häufig zu finden ist, ist dann noch Schiefergestein. Das heißt, also wenn man hier drunter direkt dann Schiefergestein, was dann dieses Erdgas einschließt, dass es nicht entweichen kann aus dieser Schicht. Also dann hier unser Erdgas haben und das wird nun über einen Bohrturm entsprechend lässt sich das Erdgas dann gewinnen, das entsprechend in die Tiefe gebohrt wird. Das Erdgas ist normalerweise in einem Überdruck oder liegt im Überdruck vor, das heißt also, das Gas strömt direkt heraus und man kann es dann an der Oberfläche aufnehmen, speichern, weiterverarbeiten, noch veredeln, um es dann später in den Einsatz zu bringen. Beim Erdöl ist es ähnlich, bei den konventionellen Erdölvorkommen. Es ist auch so, dass bei den Erdölvorkommen dann auch meistens das Erdöl oder eigentlich immer Erdgas auch noch vorhanden ist, weil beides gemeinsam entsteht. Wenn aber jetzt Erdölvorkommen erfasst werden, wird das Erdgas nicht genutzt oder selten noch mit aufgefangen und weiter genutzt. Häufig wird es auch einfach abgefackelt, dass man also nur das Erdöl fördert. Eine zweite Variante sind dann die unkonventionellen Lagerstellen oder Lagerstätten. Das ist in den letzten Jahren, insbesondere in den USA, stärker in den Fokus gerückt. Dann ist das sogenannte Hydraulic Fracturing oder das Fracking. Also haben jetzt hier links die konventionelle Vorkommen und dann auf der anderen Seite halt die unkonventionellen Vorkommen, was dann über das Fracking gewonnen wird. Wie funktioniert dieses Hydraulic Fracturing? Das heißt also, der Gewinnung von Erdgas aus ja, Schiefergesteinsschichten, das also Gas jetzt nicht als Gasblase, in einer Gasblase vorliegt, sondern in Poren vorliegt, die in der Regel auch deutlich tiefer oder schwieriger zu erreichen sind. Also, was haben wir da? Wenn wir jetzt hier in diesem Schiefergestein, wenn wir das mal weiterzeichnen, hier auf dieser Seite hier rechts, dann befindet sich hier eingeschlossen kleinere Erdgasvorkommen in dieser Schiefergesteinsschicht, die auch eingeschlossen sind, also auch nicht entweichen können oder in andere Schichten übergehen können in dem Gas. Hier oben wieder unsere Oberfläche. Brauchen natürlich auch da wieder unseren Bohrturm, der dann nun in die Tiefe bohrt. Das heißt, man
bohrt einen sehr tiefen Schacht ins Erdinnere und geht dann typischerweise noch in die Horizontal, also bohrt dann horizontal diese Schichten an. Und nun dieses Erdgas gewinnen zu können, muss unter sehr hohem Druck, unter Einsatz von Sanden, von unterschiedlichen Flüssigkeiten und einer großen Menge an Wasser, wird dieses Erdgas nun herausgepresst aus diesen Gesteinsporen. Das heißt, man muss einmal unter sehr hohem Druck das Wasser in die Tiefe pumpen. Wir haben halt Sande, die dafür zuständig sind, dass sich diese Poren nicht wieder schließen können. Und dazu kommen dann noch zahlreiche Chemikalien, die ebenfalls in die Tiefe gepumpt werden, die haben unterschiedliche Aufgaben, also Bakterien abzutöten zum Beispiel. Und dann kann das Gas wieder nach oben gepumpt werden. Der Nachteil bei diesem Fracking oder Hydraulic Fracturing ist, dass diese Gasvorkommen wesentlich schneller erschöpft sind als diese konventionellen Vorkommen. Der Aufwand ist relativ hoch, der technische Aufwand ist deutlich größer als bei konventionellen Vorkommen. Dass es sich wirtschaftlich mittlerweile lohnt, in den USA vor allen Dingen Hydraulic Fracturing zu betreiben, liegt einfach daran, dass der Gaspreis in den letzten Jahren stark gestiegen ist und es damit wirtschaftlich machbar ist oder umsetzbar ist, diese Schiefergasvorkommen zu fördern und auf dem Weltmarkt zu verkaufen. In den USA sind es mittlerweile rund 40% des geförderten Erdgases in den USA wird über das Fracking gewonnen. 60% noch über konventionelle Verfahren. Liegt, wie gesagt, an dem gestiegenen Gaspreis am Weltmarkt, dass es also insbesondere in den USA wirtschaftlich attraktiv geworden ist. Eine weitere Gefahr, die beim Fracking noch entsteht, ist diese Chemikalien, die in den Einsatz kommen, um diese Gasvorkommen. Mit Öl kann es analog erfolgen, dass man so aus Schiefergesteinsschicht noch Öl gewinnt, dass diese Chemikalien hochtoxisch sind und dass man dafür sorgen muss, dass diese Chemikalien, die hier in die Tiefe gepumpt werden, nicht in Kontakt mit Trinkwasservorkommen kommen, die dann ja hier oben liegen können. Das heißt, wenn jetzt hier in der Tiefe Trinkwasservorkommen wären, muss darauf geachtet werden, dass diese Chemikalien nicht, die dann in die Tiefe gepumpt werden, um dann später auch nach dem Versiegen des Fracking-Bohrturms in die Tiefe gepumpt werden, dass die nicht in das Trinkwasser kontaminieren. Das ist in der Vergangenheit schon vorgekommen. Es gibt Regionen weltweit, also in Deutschland zum Beispiel, ist das Fracking noch nicht zugelassen aufgrund der Umweltgefahren, die davon ausgehen. Dennoch ist es ein Verfahren zur Erdgasgewinnung. Die Amerikaner konnten damit also ihre Importabhängigkeit von Erdgas quasi auflösen, sind in der Lage, mittlerweile Erdgas zu exportieren auf dem Weltmarkt, weil die Amerikaner in der Lage sind, neben den konventionellen Vorkommen, die natürlich auch nach und nach versiegen, diese unkonventionellen Vorkommen zu nutzen und das Erdgas zu fördern. Der Transport des Erdgases erfolgt typischerweise über Rohrleitungen, also Transport von Erdgas. Es gibt zahlreiche Rohrleitungssysteme, die weltweit installiert sind. Das heißt, also einmal haben wir Rohrleitungen an Land, aber auch durchs Meer, um das Erdgas zu transportieren. Einmal über lange Strecken, also Deutschland bezieht einen großen Teil des Erdgases aus Russland, welches dann über entsprechende Erdgasleitungen von Russland nach Deutschland gepumpt wird. Dann haben wir dann ein Verteilnetz, um dann das Erdgas, was dann zwischengespeichert wird in Kavernen, bis zu den Hausanschlüssen oder bis zu den Verbrauchseinheiten zu transportieren. Das kann also die Industrie sein,
die das Erdgas braucht für die Erzeugung von Prozesswärme, aber natürlich auch die Hausanschlüsse, die das Erdgas insbesondere nutzen in den Heizungsanlagen zur Raumwärme und Trinkwarmwassererzeugung. Eine Alternative sind sogenannte LNG, also Liquid oder Liquefied Natural Gas, also Flüssiggas, LNG-Schiffe. Die Schiffe, also LNG für Liquefied Natural Gas, das heißt, das Erdgas wird auf minus 160 Grad abgekühlt, verflüssigt und dann mit großen Tankern transportiert. Da ist immer die Frage der Wirtschaftlichkeit, also diese Rohrleitungssysteme sind wirtschaftlich, ja, also ungefähr 4000 Kilometer Landweg oder über den Seeweg sind es nur 2000 Kilometer, liegt einfach daran, dass die Infrastruktur entsprechend geschaffen werden muss, natürlich für die Rohrleitung, dass Schiffe über sehr große Entfernungen, also um Erdgas aus den USA nach Europa zu importieren, da werden dann Schiffe eingesetzt, währenddessen innereuropäisch, also das Gas, was das Deutschland zum Beispiel aus Norwegen bezieht, über Rohrleitungssysteme transportiert wird. Zum Abschluss noch ein paar Kennzahlen zur Erdgasförderung. Also die größten Länder mit der größten Fördermenge, das ist traditionell ist es die USA an der Spitze, die im Jahr, ja, also in den letzten Jahren haben die immer 900 oder gut 900 Milliarden Kubikmeter gefördert. An zweiter Stelle liegt dann Russland, diese zwischen 600 und 700 Milliarden Kubikmeter fördern. Und dann kommt Iran und die Volksrepublik China. Deutschland selber hat auch noch wenige Quellen. Also Deutschland fördert im Jahr mit den eigenen Quellen 5,2 Milliarden Kubikmeter. Das ist natürlich nur ein Bruchteil dessen, was Deutschland tatsächlich benötigt. Die Weltförderung hat in den letzten Jahren zugenommen, dadurch, dass das Erdgas nach Erdöl und Kohle die drittwichtigste Primärenergiequelle weltweit ist. Also zum Vergleich, wir waren 1970, lag die weltweite Fördermenge bei rund 1000 Milliarden Kubikmetern Erdgas, währenddessen wir im Jahr 2019 waren es ungefähr 4000 Milliarden Kubikmeter, also eine Vervierfachung der Fördermenge innerhalb der letzten 50 Jahre. Zeigt einfach die Bedeutung des Erdgases durch den flexiblen Einsatz in Kraftwerken, für die Wärmeerzeugung, für die Prozesswärmeerzeugung in der Industrie, theoretisch auch im Transportsektor, wobei das Erdgas eine untergeordnete Rolle spielt. Wenn man sich die Reserven anguckt, also wie viel Erdgas ist noch verfügbar, und zwar sowohl die konventionellen als auch nicht konventionellen Reserven, da hat Russland die weltweit größten Reserven. Also da kommen nochmal, das sind so knapp 48.000 und dann haben wir wieder Milliarden Kubikmeter, also bleiben wir mit der Einheit Milliarden Kubikmeter. Also das sind noch umfangreiche Reserven, die Russland hat. Iran hat die zweitgrößten, Katar die drittgrößten. Die Amerikaner haben noch knapp 9.000 Milliarden Kubikmeter, etwas weniger als 9.000 Milliarden Kubikmeter Erdgasreserven, die noch genutzt werden können. In Deutschland schätzt man das auf ungefähr 70 Milliarden Kubikmeter. Das ist also das, was gewonnen werden kann. Dazu kommen dann natürlich noch die Ressourcen oder die Gasmengen, die nachweisbar sind, aber derzeit
aus wirtschaftlichen Gründen nicht gefördert werden, ähnlich wie wir das in Deutschland kennen. Auch in Deutschland haben wir ja noch Steinkohlevorkommen, die nicht mehr gefördert werden. Also die Steinkohlereserven in Deutschland, die wirtschaftlichen, sind erschöpft. Dennoch könnten wir noch weitere Steinkohle fördern im Bergbau. Ähnlich verhält es sich in den anderen Ländern, also in Russland. Schätzt man, dass man in Russland noch 150.000 Milliarden Kubikmeter Erdgasreserven hat, die nach jetzigem Stand nicht gefördert werden können, weil es wirtschaftlich nicht sich darstellen lässt. Die Vereinigten Staaten sind auch bei runden wir die Zahlen mal, 50, beziehungsweise können wir auch schreiben, sind eigentlich so 53 Milliarden Tonnen bei Russland sind es dann, wenn wir es genau nehmen, rund 152.000 Milliarden Tonnen. Deutschland hat noch, also das ist dann auch noch in der Nordsee natürlich, 1.360 Milliarden Kubikmeter, die gefördert werden können. Das heißt, es gibt also noch einiges an Quellen, die angezapft werden könnten, die Mengen, die gefördert werden könnten, konventionell wie unkonventionell über das Fracking. Dennoch müssen wir natürlich im Zuge des Klimawandels auf den Einsatz von fossilem Erdgas verzichten, um den Klimawandel mittel- bis langfristig in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite, was ist so der Verbrauch an Erdgas weltweit? Auch da stehen die Amerikaner an der Spitze. Die Amerikaner haben, ich schiebe das immer ein bisschen zur Seite, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Die Amerikaner verwenden in den USA werden pro Jahr 832 Milliarden Kubikmeter gefördert, also 832 Milliarden Kubikmeter verbraucht an Erdgas. Russland auf Platz 2 mit 411 Milliarden Kubikmeter. Also beide Länder fördern mehr Erdgas als verbraucht wird. Ne? Schauen wir mal drüber. Also hier haben wir die Fördermenge pro Jahr. Das sind die Reserven. Das sind die Vorkommen. Und das hier ist der Verbrauch. Weil da hat man mal so ein Gefühl für die Dimension, dass die Amerikaner tatsächlich mehr fördern, als sie verbrauchen, damit auf dem Weltmarkt exportieren können. Das war vor einigen Jahren noch nicht der Fall. Russland auch. Knapp die doppelte Fördermenge im Vergleich zum Verbrauch. Deutschland verbraucht zum Beispiel 87 Milliarden Kubikmeter. Also damit muss Deutschland große Mengen oder die Hauptanteile des Erdgases importieren. Das kommt hauptsächlich aus Russland, ein Teil noch dann aus der Europäischen Union. China als Vergleich, die sind bei einem Verbrauch von 330 Milliarden Kubikmetern mit einem stark steigenden Anteil, einfach durch die industrielle Entwicklung, die China derzeit durchlebt. Also von daher Russland der größte Exporteur von Erdgas weltweit vor Katar, dem kleinen Land auf der arabischen Halbinsel. Dann haben wir die Vereinigten Staaten und auf dem dritten Platz Norwegen. Wobei das dann, also Deutschland hat auch einen großen Export, weil wir aber quasi Zwischenhändler sind. Umgekehrt bei dem Import, also wer jetzt Spitzenreiter beim Import von Erdgas, das ist tatsächlich Deutschland mit knapp 140 Milliarden Kubikmeter Erdgas, das heißt Import von Erdgas. Nach Deutschland oder von Deutschland. Also wir importieren im Jahr rund 140 Milliarden Kubikmeter, von denen wir dann einige auch weiterverteilen, dann in die Nachbarländer, in die Niederlande, nach Frankreich und so weiter. Aber wir sind der weltweit größte Importeur von Erdgas, tatsächlich noch vor China. Das wird sich dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren verändern,
auf dem dritten Platz derzeit noch ist Japan, die auch als ressourcenarmes Land viel Erdgas importieren müssen, 105 Milliarden Kubikmeter. Also auch da tatsächlich ein Land ähnlich wie Deutschland, hochindustrialisiert, arm an Rohstoffen und Ressourcen, sodass dann die Energieträger in das Land importiert werden müssen. Also daran sieht man, die Player auf dem Markt, das sind natürlich die USA als klassisches Öl- und Gasland, Russland ebenso. Deutschland spielt beim Verbrauch eine große Rolle. China ist im Erdgassektor nicht weltweit führend, im Kohleverbrauch schon. Das haben wir in den vorherigen Videos schon gesehen. Aber im Erdgasbereich ist China noch nicht, hat China noch nicht aufgeschlossen, wird aber sicherlich in den nächsten Jahren aufschließen. Grundsätzlich ist es natürlich so, wie schon gesagt, wir müssen auf den Einsatz von Erdgas kurz- bis mittelfristig verzichten, weil Erdgas auch zum Klimawandel beiträgt durch die Treibhausgasemissionen, entweder über die CO2-Emissionen nach der Verbrennung, aber auch das Methan selber als Gas ein sehr potentes Klimagas ist, was also dann zur Erwärmung der Atmosphäre beiträgt. Das heißt, wir müssen also den Einsatz von fossilem Methan beenden. Eine Möglichkeit ist der Ersatz dieses Erdgases durch synthetisches Erdgas. Auch das haben wir uns schon einmal angesehen. Dass wir das synthetische Erdgas gewinnen über Power-to-Gas. Das heißt, aus Überschussstrom CH4 generieren, Methan, und das dann einsetzen in die bestehende Infrastruktur. Das ist sicherlich von der technologischen Idee ganz attraktiv, weil wir einfach in Deutschland, in Europa eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur, ein sehr gut ausgebautes Verteilnetz haben für das Erdgas. Wir haben Speicherkapazitäten für Erdgas. Deutschland hat weltweit die größten Speicherkapazitäten für Erdgas. Und wir haben auch die Technologie, also in den Industrieunternehmen, in den Haushalten, ließe sich das synthetische Erdgas sofort verarbeiten, verbrennen, klimaneutral. Das kann ein Zukunftsweg sein. Im Moment aus wirtschaftlicher Sicht nicht darstellbar, weil dieses synthetische Erdgas nicht wirtschaftlich konkurrenzfähig ist zu dem fossilen Erdgas. Das kann sich, das wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren sicherlich verändern. Aber ob das dann der Weg ist oder ob man beim synthetischen Wasserstoff bleibt, also grünem Wasserstoff, das wird die Zeit dann zeigen.